Faszinierend ist, dass wir 1914 eigentlich nur noch mit dem Krieg verbinden. Wir denken an den Kriegsausbruch am 1. August und dass das eben nicht nur ein Kriegsjahr, sondern ein Kunstjahr war, ein Kulturjahr höchsten Grades, das ist vielen gar nicht mehr so bewusst. Wir haben in Köln die große Bergmann-Ausstellung, in Leipzig gab es die Bugra, eine riesige Ausstellung, die man heute auch schon fast vergessen hat. Und dann gab es eben hier in Darmstadt die Künstlerkolonie-Ausstellung 1914. Und das war etwas ganz Besonderes, weil sie tatsächlich die Mathildenhöhe in ihrer heutigen Form vollendet hat. Der Jugendstil ist sowieso natürlich ein ganz eng zeitlich begrenztes Phänomen. Und Sie müssen einfach bedenken, dass Olbricht zum Beispiel, der wirklich auch für den Aufbruch in die Moderne steht und des Jugendstils, der hier eben die Wiener Sezession gebaut hat, eigentlich hier auf der Mathildenhöhe zum Beispiel mit dem Hochzeitsturm schon ein proto-expressionistisches Gebäude gebaut hat, mit Fenstern, die umlaufen, wie das nachher in den 20er Jahren erst Mendelssohn, der berühmte Architekt, dann realisieren wird. Das heißt, viele von den Jugendstil-Architekten sind eigentlich dann selber schon viel, viel weiter und man wird eigentlich dem Phänomen Jugendstil nicht gerecht, wenn man sagt, das ist alles floral. Einerseits Albin Müller, als Architekt ganz wesentlich verantwortlich für den Erfolg, indem er die Miethäusergruppe erbaut hat, wo man wirklich Musterhäuser hatte, zum ersten Mal bei einer Bauausstellung, wo eben Innenräume komplett gestaltet waren, bis ins letzte Detail. Auch dieser Tisch, vor dem ich hier stehe, ein ausziehbarer Tisch von 5 Meter Länge, ganz am Ende, wenn man alles wirklich ausfährt, also wirklich ein ungeheures Ungetüm, wenn man so fast will, für den man noch einen Raum braucht. Das ist eben alles für diese Räume damals entworfen. Also Albin Müller, Architekt. Josef Margold, eigentlich eben auch für Keksdosen von Balsen und für Gesamteinrichtungen Corporate Identity bei Balsen zuständig, ja, dieser Hannoveraner Firmung, die wirklich damals aber einen Weltruf hatte. Und er hat eben hier dann plötzlich Kinderzimmer gemacht, er hat Esszimmer gemacht, er hat Licht und Luft und Sonne hineingelassen in die Räume, sodass das eigentlich für uns immer noch ein Vorbild ist, auch heute, 2014. Und die dritte Figur, das ist dann natürlich Bernhard Höttger. Der hat hier seine größte Open-Air-Skulpturenanlage überhaupt erbaut, und zwar im Platanenhain. Er hat wirklich einen Weltkosmos aufgebaut und man muss sich das natürlich wirklich vor Augen führen. Wir sind hier wenige Monate vor dem Krieg und sein Plakat,
das er für die Ausstellung gemacht hat, verweist schon darauf, da ist ein junger Mann, der mit einer riesigen Keule auf Lavaflocken steht und eben einen Drachen sozusagen niederhalten muss. Und im Hintergrund ist schon die Mathildenhürde bewusst, die beschützt werden muss. Das heißt, das Plakat weist eigentlich schon darauf hin, hier ist Gefahr im Verzug. Und während das so ist, im Mai 1914 ist dieser Skulpturenhain fertig, der wirklich nochmal huldigt eben den asiatischen Gottheiten, der von Gauguin gleichermaßen wie von Goethe inspiriert ist und wirklich einen Weltkosmos aufspannt.